So, ja, hallo Leute, hier sieht man mein Nissan Navara D40 und der wird mich jetzt verlassen. War der Nissan für mich persönlich und für meine Ansprüche ein gutes Jagdauto? Muss ich leider sagen, bin ich eher enttäuscht. Es ist so, um mal das Positive ein bisschen von wegzunehmen, also Straßenlage ist super, Fahrkomfort auch. PS zum Fahren ist auch genügend da. Das, was mir nicht gepasst hat, war einfach die Geländegängigkeit. Das heißt, er ist mittig gerne mal aufgesessen und war ja eher mittelmäßig im Gelände. Das nächste ist ja Instandhaltungskosten. Gut, die Karren saufen alle, das ist klar. Habe ich auch kein Problem mit, dass man nie nach München reinfahren muss, darf oder so, keine Ahnung, Öko-Plakette, kann ich auch mitleben, wer will schon dahin oder wer will schon in so eine Öko-Zone fahren, kein Mensch. Was mich ein bisschen arg gestört hat, ist, naja, was heißt arg gestört, also es kam dann die erste Kupplung, das war mir aber auch klar, da habe ich mich informiert, dass einfach die Kupplung für diese Autos viel zu schwach ausgelegt ist. Die kam so bei 100.000. Dann kam 50.000 Kilometer später die zweite Kupplung. Das war dann schon, ja, war ich schon etwas sehr genervt. Und mein absolutes Highlight war dann der Rußpartikelfilter mit 2.700 Euro, der dann, keine Ahnung, mit 170.000 Kilometer gekommen ist. Gut, Bremsen. Vorne der Verbrauch an den Bremsklötzen ist natürlich auch enorm, war mir aber auch klar. Aber diese drei Faktoren haben mich also dann schon ziemlich arg genervt. Das nächste war, ich bin dann wegen dem Rußpartikelfilter auch zu Nissan gefahren. Da hatte bei uns Nissan Fachwerkstatt, Fachhändler, bla bla bla. Bei uns in, ja, ich sag jetzt mal hier in dem Bereich etwas weiter gefächert. Die hatten also absolut keinen Bock mehr, diesen Rußpartikel Filter aus zu tauschen. Da hieß es dann nur, ich soll auf die Autobahn fahren und den reanimieren. War ein absoluter Quatsch und eine lebensmüde Aktion, weil wenn du gar keine 80 bis 90 zusammen draufbringst, hast null Turbo, null Geschwindigkeit und guckst dann da auf der Autobahn umeinander. Naja, also wurscht. Irgendwann war dann einer so weit und hat mir diesen Rußpartikelfilter ausgetauscht. Also da bin ich dann 2.700 Euro losgeworden. Ich muss einfach sagen, im Gelände mittelmäßig. Ich habe vorher einen alten Freelander gefahren, der war okay. Bei dem halt dann zum Schluss alles geleuchtet, was ging, aber der ist wenigstens gefahren. Naja, also wird mich dieses gute Stück Gott sei Dank verlassen. Wird jetzt wahrscheinlich irgendwo nach Afrika gehen. Am Telefon hat er sich auf jeden Fall so angehört und wird also dann da irgendeinem Warlord dienen, der seine afrikanischen Mitmenschen in irgendeine Mine steckt, wo dann seltene Erden abgebaut werden für unsere Elektroautos. Dana! Ja, also die Karre geht jetzt weg. Das heißt, ich brauche also was Neues. Vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp. Also ich bräuchte da wahrscheinlich wieder ein Pickup oder es wird wieder ein Pickup werden, definitiv. Weil einfach ja, die Form sehr praktisch ist. Man kann hinten was reinwerfen, man kann was ziehen. Also definitiv wird es wieder ein Pickup. Ja, was gibt es da jetzt? Also Nissan fällt für mich erstmal raus. Mag zwar sein, vielleicht, dass die neuen besser sind, aber ja, wenn du da 6.000 Euro in die Karre reinschusterst, hast du dann halt irgendwann keinen Bock mehr. Was gibt es da? Hilux, D-Max, Ford Ranger. Ja, Mitsubishi L200 gibt es vielleicht noch. Also das sind so Sachen, die mir da noch einfallen. Und ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp. Für mich ist halt einfach auch wichtig, dass das Teil im Gelände funktioniert. Das ist eigentlich für mich ja, eigentlich der Hauptanspruch. Ich bin da kein Luxustier. Ich brauche nicht 100 verschiedene Sachen. Er soll halt möglichst Kraft haben und im Gelände funktionieren. Ja, vielleicht schreibt mir da einfach mal so einen Tipp rein. Wäre mal ganz nett. So eine Art Jagdumfrage oder Outdoor-Umfrage.
wer fährt welches Auto und welches Auto, wer ist mit welchem Auto zufrieden. Wäre immer ganz interessant. Ja, das war's. Jetzt warten wir noch auf den netten Herrn, der am Telefon schon so ewig verhandelt hat. Und dann geht das Ding nach Afrika. Und ja, und ich werde mir wieder einen Diesel holen. Ein Öko-Auto. Und dann schauen wir mal. Also, ich wäre da gespannt. Schreibt mir kurz rein, welche Fahrzeuge ihr bevorzugt, Pickup-mäßig. Und dann schauen wir mal. Ja, auf Wiedersehen, Nissan Navara. Ich bin froh, dass du weg bist.